Ja, willkommen, total und recht herzlich, nicht nur Foto-Film-Freunde-Club hier im Shop, ich begrüße euch total und recht herzlich, nicht nur die Kunden, die tagtäglich hier in den Räumlichkeiten ihre Wünsche äußern, meiner einer erledigt diese Wünsche und ich hoffe, dass diese Wünsche noch sehr lange hier in diesen Räumlichkeiten erfüllt werden. Wieder zu jetzt in den wirtschaftlichen Zeiten wird man von allen Seiten angegriffen oder man gedenkt nicht nur anzugreifen, sondern auch zu lügen, zu betrügen oder andere Sachen auf den Weg zu bringen. Aber das ist normal. Alle, die irgendwie Firmen haben, haben irgendwann mal Stress mit irgendjemandem, der da behauptet, er wäre der Vermieter. Stellt sich nicht vor, keine Chance, man weiß überhaupt nicht. Man muss dann recherchieren und man kommt trotzdem nicht hinter. Wir haben hier Kunden, die haben chinesische Verwalter oder chinesische Eigentümer und keiner versteht ein Wort. Sind selbst zwar auch Ausländer, das ist okay, weil für mich gibt es nur Bürger, Menschen auf dem Planeten und jeder hat seine Sprache, seine Kultur und seine Herkunft. So, und wenn der dann plötzlich Stress kriegt, und wir dann als Einheimische, meiner einer ist nun mal geboren deutsch, ist deutsch und hat auch seinen Stress wie andere auch. Und dann plötzlich irgendwie ausländische Namen hat und irgendein Ausländer hat dann was gekauft, stellt sich aber nicht vor, man weiß überhaupt nicht, wer er ist. Werden Behauptungen in den Raum geblasen, ist schon hart, was auf uns so zugekommen ist. Wie komme ich jetzt darauf, was hat das jetzt mit Fotofilm-Freunde-Club zu tun? Fotofilm-Club-Freunde. Hier in diesem Hallen, wir unterhalten uns über Filme, die wir selber machen. Und deswegen stehe ich jetzt hier vor der Kamera und sage, wir wollen selber wieder Filme machen, 2019, 2020. Und dazu suchen wir natürlich Schauspieler. Diese Schauspieler dürfen sich aber frei bewegen, haben keinen Zwang. Wenn sie möchten, kriegen sie natürlich Texturen, die sie dann textieren vor der laufenden Kamera, das ist klar. Aber soll an sich, also es ist ein Projekt für den BDFA, das ist Bund Deutscher Filmautoren, die bekommen für dieses da dann kein Geld. Aber meiner einer ist der Meinung, wenn wir schon tolle Filme drehen, dann soll derjenige, der da mitwirkt, weil er nun mal kein Hobbyfan ist, weil er halt auch nicht zum Club gehört, sondern sich zur Verfügung stellt, damit man diesen Film 3 Minuten wie auch 20 Minuten vorstellt. Der Kollege Maximilian, der 2 Willis dadurch bekommen hat, die beiden, die dort zu sehen waren, immer grün, nein, fettes Grün, der hat dadurch 2 Willis bekommen, kann er sich reinstellen, meiner einer ist der Meinung, warum nicht, machen wir auch mal Spaß, muss ja nicht immer Beruf sein. Also beruflich, wie gesagt, dürfte ich das jetzt hier nicht, also dürfte ich schon, aber ich dürfte es euch nicht zeigen. Weil dann hier jemand anders steht, der das macht, weil er es braucht. Und wir stellen halt dann die Kameras, die Räume, Blue, Green und das Ganze und Kostüme und alles zur Verfügung. Dafür bekommen wir dann unser Geld und der Kunde bekommt dann sein Video und kann dann damit machen, was er möchte. Also wir haben momentan hier 55 Stunden zu arbeiten, deswegen stehe ich auch hier vor dieser laufenden Kamera. Ich habe gerade 17 Stunden abgearbeitet, hier mussten auch einige Reparaturleistungen vollzogen werden. Deswegen macht es Sinn, eine Kamera anzumachen, vor der Kamera jetzt zu agieren, mit euch zu sprechen, euch zu animieren, wenn ihr Lust und Laune habt, macht damit. Ihr seid Schauspieler oder ihr wollt Schauspieler werden oder ihr habt einfach Interesse an Foto. Ihr habt ein Interesse an Video, aber ihr seid jetzt hier keine Smartphone, iPhone-Filmer, sondern ihr kommt noch aus der uralten Schule. Ihr ist gut. Meistens sprechen wir die ab 35, 45, 55 an, weil dieser Club hier, den gibt es schon seit 1927, den BDFA, geboren im Jahre 1927 in Berlin. So, und kann man sich vorstellen, auch in den Kriegszeiten etc. und Umbruchzeiten, also bis heute gibt es das und wir hier wollen dann, wie gesagt, Fotofilm und Freunde sein in einem Club, die über Filme reden, über Fotos. Natürlich könnte man, weil das ein lockerer Kreis, wir können uns auch über richtige Filme unterhalten,
und auch andere Sachen und Fallprofis, Superprofis, Hollywood, Bollywood, ja Bollywood. Wir haben ja, wie gesagt, hier internationale Menschen. Wir haben auch sehr viel mit Bollywood zu tun. Und da ist es, oha, da ist es nicht so einfach. Da dürfte man dann, ah nee, also ich sag nur, dass wir damit zu tun haben, das soll reichen, weil die Inder sind da etwas härter. Da kommt Hollywood gar nicht an. Also Indien macht so circa um die 180 Filme im Jahr. Es kommt ja auch ein super Film ins Kino, ob der im Original zu sehen ist oder im Deutsch, weiß ich jetzt nicht. Der hat 1779 irgendwas mit so Piraten zu tun. Ein wahnsinns langer Piratenfilm kommt ins Kino, müsste dieses Jahr noch sein, im Jahre 2018, kurz vor Weihnachten, müsste ich mich nochmal schlau machen. Aber wie gesagt, damit haben wir tagtäglich zu tun, wöchentlich zu tun, jährlich zu tun. Die sogenannten Fotofilmfreunde im Club, die erscheinen natürlich einmal im Monat oder kommen vorbei, kann man nicht mal eben, ich brauche da mal eben was, da ist mir irgendwas, da ist mir ein Malheur passiert, können wir da nicht irgendwie nachdrehen, hast du mal eben Zeit, ab in den Blue Room, Green Room und dann baut man das da ein. Wir haben auch Eisenbahnfreunde, wir haben auch die Star Wars Freunde als Club und so weiter. Eisenbahn macht momentan sehr viel Spaß, dass jetzt die Eisenbahn in einem Green Room da rumfährt und dass dieses dann in irgendwelchen Anlagen mit eingebaut wird oder für irgendwelche Vorspende, Nachspende oder irgendwie als Gimmick dann Verwendung findet. Finde ich toll, ist eine tolle Idee. Star Wars ist klar, Star Wars ist immer ein Gimmick, ja, läuft ja immer. Aber die fünfte Generation jetzt irgendwie da mit Resistance, glaube ich nicht so, ne, da habe ich auch so eine Abhandlung drüber gemacht, glaube ich kaum, dass das so sehenswert ist. So, wie ihr merkt, ich stelle auch nichts vor hier. Ich sag nur, dass der Fotofilm-Freunde-Club existiert und ich habe auch mit sehr vielen originalen Schauspielern, die halt Rollen suchen oder Agenturen suchen, fernmündlich gesprochen, habe auch einige Sachen rausgesucht unter Künstler helfen. Künstler machen wir das ja auch. Also alle Künstler, alle Sparten, wir können sicherlich irgendwas Tolles wieder machen im Jahre 2019, 2020. Wir hatten ja Künstler schon gehabt, wir hatten Hintergrundinformationen über Künstler. Wir hatten einen erstklassigen Künstler, der leider einen schweren Autounfall erlitten hatte, im Sauerland aufgesucht und dann eine tolle Sache rausgemacht. Läuft ja auch schon jahrelang bei YouTube und so weiter. Dann haben wir selber, ja, dieses UPromTV, Du bist TV und undu.de Community. Daraus gab es ja damals auch so eine Sache. Nach 1995 CeBIT konnten wir ja da auch online Web-TV generieren und auf den Weg bringen. Hatten wir ja auch die Schattentänzer, Neues aus dem Proberaum. War eine tolle Geschichte, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist halt so. Könnte man vielleicht. Ja, das wäre auch so eine tolle Abhandlung, ja. Weil ich suche ja im Moment wegen dem Willi. Ich möchte gerne mal den Willi gewinnen, ne, und mir eine tolle Geschichte da aussuchen. Ja, vielleicht nehme ich die uralten Sachen und mache daraus eine tolle Geschichte und ja, reiche die ein beim BDFA. Mein Lieblingsclub ist und bleibt der Dortmunder. Der Dortmunder Filmclub ist einer der besten, renommiertesten Filmclubs, die ich je zu Gast sein durfte und geht kein Weg dran vorbei. Ich werde sicherlich sehr traurig sein, wenn dieser Filmclub Dortmund zugehörig BDFA irgendwann schließt wegen Alter. Das wäre schade. Das wäre wirklich, wirklich schade. So, ich bin mal wieder hier Recall. Ist mal klar. Ich habe hier gerade Halloween bestellt und die junge Dame freut sich jetzt schon. Ist klar. Aber sie weiß nicht, dass sie die 16er Version bekommt. Ich habe die 18er Version erst dann freigeschaltet, wenn die junge Dame 18 wird. Die junge Dame ist 16 Jahre und 6 Monate alt, muss also noch 6 Monate aushalten, um 17 zu werden. Aber wie gesagt, sie kriegt ihr Halloween 1978, Michael Myers, das Grauen. Wir haben es 2 bis 5 angesehen, also 1 bleibt, ist okay, die Musik war super, der Michael Myers war super. Jetzt merkt ihr, seht ihr? Sowas hatten wir vor, wir wollen Filme machen und darüber wird dann gesprochen.
zum Beispiel jetzt so einen fetten Film wie Halloween. Ja, ist halt so. Und das haben wir vor. Und wer Lust und Laune hat und Interesse hat, macht da mit. Ob das nur eine Plauderstunde ist, vorlaufende Kamera, ob das live ist. Ja, schauen wir mal. Na, also wie bei den Star Wars Fans und wie bei den anderen Fans, dass man dann hier, wie gesagt, über die Filme und dann auch über die Originalfilme, man kann die ja hier auch alle bestellen, die auch alle da werden. Auch letztens, aber diese ab 18 werden nicht mehr bestellt, weil ab 18 die Filme immer 5 Euro extra kosten. Wegen der, keine Ahnung, irgendwie EU-Vorschriften. Die EU-Vorschriften, die sind ja manchmal ein bisschen merkwürdig. So, aber hier nicht. Hier habe ich noch keine EU-Vorschriften gesehen. Bei Filmfreunde und Foto und im Club erst recht nicht. So, wer Lust hat, Laune hat, macht mit. Ich freue mich drauf, ich freue mich aufs Echo. Ja, ich freue mich, dass ihr das überhaupt mal geschaut habt. Ich freue mich, dass ihr reinkommt. Ihr wisst ja, wo das ist. Und noch ist. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, auch am Negativen, versuchen wir das Positive da rauszuholen. Und jeder ist herzlich willkommen, nicht nur als Kunde, sondern auch als Freund und auch als begeisterter Star Wars Fan und so weiter und so fort. Also, wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr total recht herzlich willkommen. Und wenn ihr nicht mitmachen wollt, seid ihr trotzdem willkommen, weil von der Wiege bis zur Bahre machen wir eure Formulare. Und das letzte leider auch. Dann seid ihr leider aber 3,5 Meter tiefer. Im Moment, deswegen komme ich gerade darauf, habe ich sehr, sehr viele verloren, die ich sozusagen jetzt hier posthumen vor der laufenden Kamera verabschiede, RIP. Mögen sie in Frieden und ihren Frieden gefunden haben und mögen sie auch nicht gelitten haben. Und ich weiß, das Traurige ist immer wir. Wir sind die Traurigen, weil wir die Hinterbliebenen sind. Aber in meinen Augen sind die ja nur vorausgegangen. Wir kommen halt hinterher und können dann erzählen immer, wie du gegangen, da ist das und das noch vorgefallen. So stelle ich mir dann so eine Runde vor, keine Ahnung wo, der eine sagt Himmel, der andere sagt Hölle. Ich gebe keinen Freiraum, absolut nicht, keinen Freiraum für Religion, da habe ich nichts mit zu tun. Menschen sollten sich menschlich verhalten und mit Menschen umgehen und ja, aber das ist ein Fall für sich. Überall kann man ja Geld ziehen, vor allen Dingen Vermieter und vor allen Dingen Eigentümer, die sich mittlerweile so herauspuppen, dass das alles ein bisschen merkwürdig ist, was die da so treiben oder betreiben oder was die da machen, ist also schon manchmal sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber da müssen wir durch, da müssen wir alle durch. Das ist halt so. Na, aber der Club, wie gesagt, ist ein lustiger Club. Meiner einer will auch lustig bleiben, auf jeden Fall. Ich lade euch ein, total recht herzlich, wer Filmemacher ist, ein Filmautor, Regisseur, Dramaturgie, Schauspieler, Schauspielerin. Ja, das macht Sinn. Es macht Sinn, Spaß zu haben. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja? So, ich komme mal ein bisschen näher mit dem schönen Schild. Ja, und draußen tobt wieder der Mob hier. Und ja, die hören mich, ich höre die, aber trotzdem sind die Jalousien runter. Ne? Okay, viel Spaß, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir erleben uns im Foto-Film-Freunde-Club hier im Shop.